Ganz viel. Ich habe eigentlich von Kindheit an aus verschiedenen familiären Gründen Kontakt in die DDR gehabt, bin als Kind mit meinen Eltern hingefahren, später mit meinem Mann und den eigenen Kindern. Und boah, das war so, ja, ergreifend eigentlich. Wir haben in dem Jahr vorher noch gemeinsam Silvester in der DDR gefeiert und wir haben miteinander telefoniert, wir haben geheult, wir waren einfach nur völlig fertig und irgendwo auch total euphorisch, was ja im Nachhinein gesehen ernüchternd war, war so die Erkenntnis, jahrzehntelang Menschen besucht zu haben, Menschen unterstützt zu haben, das Gefühl gehabt zu haben, ganz viele Emotionen geteilt zu haben, viele schöne Elemente geteilt zu haben und dann zu erleben, dass das eigentlich danach, als man dachte, jetzt sind wir ein Volk, jetzt wird es besser, sich auseinandergelebt hat. Dass Leute, die uns auch besuchen hätten können, unter den verschiedensten Vorwänden einfach nie geschafft haben, bis nach Brol zu kommen. Dass so, ja, es nach der Wende eigentlich irgendwann auch einen Punkt gegeben hat, wo es unserer DDR-Verwandtschaft finanziell besser ging als uns. Und dann aber trotzdem noch kam, ja, aber könnt ihr nicht, besorgt uns doch. Das ist sicherlich nicht das Einzige, was übergeblieben ist, aber ja, es ist so erst die große Euphorie und dann schon auch so ein Stück weit Ernüchterung.